Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Fortnite in der Brutal-Auftragsreihe. Und heute ist der Kloposaurus dran. Und zwar, was soll man machen? Wir sollen Dinosaurier zerstören in einer Geisterstation. Fünf Stück an der Zahl und ich würde sagen, komm, lasst uns nicht lange schnacken. Wir fangen einfach mal an. Wir suchen uns jetzt hier eine schöne Geisterstation aus. Wäre schon ganz nett, aber vielleicht irgendeine Mission, die keinen großen Zeittimer hat. Oh. Oh, das ist auch noch eine Geisterstation. Schutzbunker evakuieren. Komm, wir hauen das mal rein. Das gibt sogar noch eine gute Erfahrung, ey. Doch, das nehmen wir mit, ja. Guck mal, es gibt 80 legendäre und 76 epische. Und dann nochmal viermal Blitz in der Flasche. Das kann man schon machen. Das kann man schon machen. So. Oh, der Seelachs ist auch dabei. Sehr schön. Und heute spielen wir mal den Nussknacker. Ja, den Nussknacker. Ich weiß noch nicht, ob ich den vorstellen werde. Die Klasse gibt es ja an sich schon. Das ist ein. Oh, scheiße, wie heißt denn der? Scheiße, wie heißt die Klasse vom Nussknacker? Warte, ich gucke gleich. Ich gucke gleich für euch, ja. Ich melde mich gleich wieder, wenn wir in der Mission sind, ja? So, wieder zurück in der Mission. Es ist ein Rettungstrooper. Finde ich total geil eigentlich, die Klasse. Ja, ich habe die Klasse eigentlich vorher nie großartig beachtet. Bis ich jetzt zu den. Oh, da wird mir was angezeigt. Ah, ein Dinosaurier, der erste Dinosaurier. Okay, alles klar. Ja, bis ich den Nussknacker jetzt hier bekommen habe, seitdem, bis vorher hatte ich den Rettungstrooper eigentlich nie großartig angeguckt. Aber ich finde ihn Hast du empfunden, als du eigentlich voll zugehauen toll hast? cool. Also voll cool. Trauer, weil es jetzt einen Dinosaurier weniger auf der Welt gibt. Aber auch sowas wie Erleichterung, weil wir einen Dinosaurier total zerdeppert haben. Und dann Wut, weil mein Vater einmal gesagt hat, dass ich zu nichts tauge. Und ich dann so, hey alter Knacker, wir haben gerade einen Bronto platt gemacht. Was hast du heute so geleistet? Nur werde ich das niemals erfahren, weil ich nicht mal weiß, ob du noch lebst. Oh. Nicht, dass es mich kümmert. Aber Okay. manchmal muss ich dran denken. Du machst das toll, Dennis. Ich bin stolz auf dich. Nein, runtergefallen. Wollte ich gar nicht. Sturmdaten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte. Jawohl, also es ist hier schon eine laufende Mission. Das ist aber gar nicht so verkehrt, sage ich mal. Und zwar der Rettungstrooper, der ist eigentlich. Das ist ein Allround-Soldat, muss ich sagen. Der geht jetzt nicht irgendwie auf Crit-Schaden oder sowas. Der macht jetzt normalen 24% Sturmgewehrschaden. Er hat Munitionsrückgewinnung. Ja, also du hast glaube 16% bei jeder Kugel, dass du die Munition nicht verbrauchst. Du hast erhöhte Nachladegeschwindigkeit, du hast eine erhöhte Schussrate. Das Ding fetzt. Nee, warte, Schussrate nicht, Rückstoß war das, Rückstoß. Also das Ding fetzt und der läuft mit jedem Sturmgewehr läuft der extrem stabil. Da ist noch ein Dino. So, der zweite Dino. Ah, ich wusste, die Mission wird ganz gut, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir noch einen Dino finden. Dennis, hey! Ray hat mir das mit dem Dino-Zerschmettern und so erzählt. Hat mir gesagt, ich soll dich begleiten. Nur habe ich keine Ahnung warum. Ich fühle mich deswegen einfach schlecht. Das weiß ich auch nicht, Kumpel. Ich habe es euch beiden schon mehrfach gesagt. Klar, Dennis braucht wen, den er unter seine Fittiche nimmt. Und ich hab was vor. Du musst diese Person sein. Was für eine Person? Die jetzt unter Fittiche nimmt? Okay. So, warte mal, hier ist der Schutzbunker. Das heißt, hier werde ich. Weißt du, was ich mal ganz schnell mache? Zack, zack, zack. Ich hoffe, ich habe noch genügend Munition. Warte mal. Ich will das nur mal ganz kurz hier schon mal einstellen. Hier, komm, du kannst ein bisschen das Schlechtere, also das fast Aufgebrauchte. Und du nimmst das. So. So. Alleine jetzt ist das Ding ja eigentlich schon safe. Drei Scharfschützen mit einer Verheerer. Das ist jetzt schon böse. Das ist jetzt schon kranke Kacke an der Stelle. Das kann ich euch schon versprechen. Da brauchst du echt nicht mehr viel machen. Schade, ja gut, jetzt habe ich einen Rettungstrooper dabei. Hätte ich jetzt noch einen Entdecker dabei. Noch einen Teddybär hin und wieder zünden. Ist das Ding durch. Okay, das hat sich ziemlich gut angefühlt. Oh. Und jetzt wird das gute Gefühl ersetzt. Oh, hat er schon einer geschrieben, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das muss es sein. Wow, ein Moment, was ist? Sauer leerer Magen? Ich glaube, den verstehe ich. Oh, ich sehe. Das ist wie dieses Gefühl, wenn du mitten in der Nacht aufstehst
und in die Dunkelheit starren und sich dein Magen so anfühlt, als wäre mit was total Ranzigem gefüllt und gleichzeitig leer. Ja, das hatte ich in letzter Zeit öfter. So geht's mir schon mein ganzes Leben, Mann. Okay, alles klar. Guck mal, es wurde der dritte Dinosaurier gefunden von irgendeinem hier auf der Karte. Das heißt, wir brauchen die Mission nur noch einmal spielen und dann haben wir es durch. Also drei Dinosaurier sind also möglich. So, hat denn keiner hier Bock auf die Sturmtruhe? Ich meine, das ist eine 76er-Zone. Das ist jetzt nicht die fette, krasse Belohnung. Aber es ist schon okay. Kann man mal mitnehmen. Okay, dann machen wir sie halt alleine. Ja, dann zünden wir hier zwei Drohnen. In 4 Minuten, bis die Mission startet, dann haben wir die beiden Drohnen wieder. Ja, okay, die Drohnen räumen jetzt da unten auf. Okay, also die Sturmtruhe nehmen wir definitiv noch mit. Ich glaube, im 4., 5. Dinosaurier werden wir hier auf der Karte nicht finden. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Weil so oft sieht man die Dinger ja dann doch nicht. Also 2-3 Mal ist schon echt ganz gut, glaube ich. So, Sturmchest abgeschlossen. Ja, sage ich ja, die Belohnung ist jetzt nicht mega krass, aber man kann es trotzdem mitnehmen. Hier haben wir nochmal Munition gefunden. Oh, nochmal. Ja, da sage ich doch nicht... Nein, ich wollte gerade sagen, da steht auch noch was, aber nein. Da nicht, okay. Ja, ich glaube, noch einen vierten Kloposaurus werden wir hier nicht finden. Kann er aber trotzdem nochmal gerne einen Blick rüberschmeißen. Ob es denn möglich wäre, einen vierten hier zu finden. Warte mal, wo, wir waren eigentlich schon überall so ein bisschen, ja? Aber wie gesagt, ich gehe jetzt ganz stark nicht davon aus. Also die Skelette werden ja wohl nicht als Dinosaurier zählen. Das werden wohl die Metall-Dinos sein, die wir suchen hier. Also ich gehe jetzt überhaupt gar nicht mehr davon aus. Ich kann aber mal... Ja, danke. Danke spielen, dass dahinter eine Kante war. Ich werde mich mal ganz kurz ein bisschen hochbauen. Geschenke! Frohe Kunde kommt! Und eventuell mal ein scharfes Auge hier rüber schmeißen. Für alle. Frohes Fest. Und euch Frohsinn und Geschenke. Hier, bitteschön. Oh, hat nicht gereicht. So, bitteschön. Also ich erblicke gerade hier nix, aber ich würde mich jetzt auch um die Mission, glaube ich, kümmern wollen. So, und dann gibt es noch eine coole Sache. Kann ich ja mal zeigen, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es ja schon. Ja, aber trotzdem kann ich es ja mal zeigen. Und zwar, ich würde jetzt so normalerweise, wenn ich jetzt hier runterfalle, Fallschaden kriegen. Ja? Ist ja eigentlich üblich und normal. So, wenn du aber jetzt als Soldat und du hast die Schockwelle dabei, hier runterspringst und kurz vor dem Boden die Schockwelle aktivierst, kriegst du keinen Fallschaden. Okay. Gut. Können wir das hier noch einsammeln, oder? Das können wir auf jeden Fall noch einsammeln. Haben wir noch irgendeine Falle, die man nicht mehr brauche? Ich bin gerade so halt ein bisschen dabei. Auch schon fast kaputt, okay. Achso, siehst du, was ich mal machen kann? Ich kann mal nebenbei wieder Munition bauen. Ein Schwung. Schwere Munition, weil jetzt werden die drei gleich ein bisschen was verbrauchen. Ich hätte hier noch 3 Bodenkatapulte, die müssen noch weg. Das sind noch die ganz, ganz alten. Ne, warte mal, das sind die 9. Die müssen auch noch weg, ja? Okay. Gut. Jetzt mal eine kurze Frage. Rhythmus kann man nicht entkommen. Was tut er da? Lass die Hacken knacken. Klaus, setzt es was. Kein Scherz. Okay, komm, wir gucken noch mal ganz kurz ein bisschen, sonst wird die Folge wieder extrem kurz, ja. Die anderen beiden Klopus, also die anderen beiden Kloposaurier, werde ich auch noch zeigen, das habe ich gerade einen Schluck auf gehabt. Die werde ich auf jeden Fall auch noch zeigen. Wenn nicht, werde ich die euch hier in der Seite eventuell sogar hineinfügen, ja. Das macht dann wieder der Zukunftsbumble. Der wird die beiden Kloposaurier hier einfügen. Und euch nochmal den Endscreen zeigen. Was ich jetzt aber gerne zeigen möchte, ist, wie gut diese 3 Verteidiger hier sind. Eigentlich könnte noch ein 4. aufgestellt werden, aber ich darf es nicht. Ich darf maximal nur 3. Und unsere Begleiter hier, die machen es halt nicht. So, komm's. Eine Drohne.
Also die Seite sollte eigentlich relativ echt safe sein mit die drei Verteidiger, die ruppen ordentlich was weg. Die Seite können wir mal ein bisschen gucken. Okay, hier wird ein bisschen was gebaut. Immer ruhig da. So, ich nehme auch hier meine Energiewaffe. Da brauche ich nicht die mega krassen Waffen auspacken für diese Mission. Erinnert mich an das Gefühl, das ich im Unterricht hatte, als wir für Frau Schnallmeier. Okay, die laufen da immer wieder da hoch. Warte mal, ich mach das mal eben weg. Und bei den anderen Kindern kamen die Antworten wie aus der Kanone geschossen, klar? Toni Schmidt, kaboom! Verkäufer für Tierarztbedarf. Einfach ein bisschen aussieht dünn, die ganze Lage. Damit die da nicht immer die Treppe hochlaufen. Mädel war da ziemlich genau. Sondern auch da den Weg lang gehen, den sie eigentlich gehen sollten. Und als ich über die Frage nachgedacht hab, war da... Ach, da hinten neben uns doch. Gar nichts. Hey, die Büsche! Ey, was ist hier los? Habt ihr die... Ey, sag mal, habt ihr die Seite nicht unter Kontrolle oder was? Warte mal. So. Haben sie einfach die Seite nicht unter Kontrolle? Was ist denn sowas? So, Leute. Ich fühle gerade eine Menge Emotionen, Ray. Also bei solchen, ich sage mal, relativ leichten Missionen, also ist jetzt nur leicht, weil ich aber schon das Level mittlerweile habe, ja, ohne jetzt hier anzugeben zu wollen, mische ich mich selten ein. Ich lasse das eigentlich echt so den Gadgets erledigen, beziehungsweise diesen Verteidigern. Wir wurden gerade geheilt. Relativ wenig mische ich mich da ein. Okay, wir können aber hier trotzdem mal eine Drohne zünden, damit die mal die Seite ein bisschen ruhiger wird. Oh, hier steht ja noch ein vierter Verteidiger, sehe ich jetzt erst. Okay, ein Gewehrschütze, 106. Okay, okay, okay. So, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt noch alle Muni? Ja, ihr habt alle noch Muni. Deine Waffe ist bald kaputt, okay. Wie viel habe ich noch auf Reserve? 2, okay. Passt. Ja, war kurz zu kurz. Okay, alles klar. Gut, dann bleiben wir mal kurz auf die Seite. Ich sehe hier einen Haufen rote Punkte. Oh, es fällt da natürlich keiner runter. Doch, 2er. Ah, Quatsch. Habt ihr mal nicht so. Ihr müsst nur schießen. Ja, also die drei, die dünnen schon ordentlich aus. Alle drei haben eine erhöhte Schussrate. Einer von denen macht sogar mehr Crit-Schaden und hat eine höhere Crit-Chance. Ich glaube, einer hat noch einen Schaden erhöht und der andere hat Magazin und Schussrate erhöht. Ich glaube, die Frau hat die Magazingröße und Schussrate drin. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Also sind alle drei nicht verkehrt. Einer von den älteren Herren, ja, hat leider nicht ganz so gute Perks gekriegt. Der hat, glaube ich, zweimal Konditionen, einmal Schild oder sowas drin oder Schildregeneration. Irgendwie so war das. Irgendwo ist ein Bossy spawned da hinten. So. Schadenimpuls, ah, kriegen wir ganz schnell weg. Wenn ich treffen würde. Ja, weg ist er. Ja, lasst uns Lieder singen und Höhlen abknallen. Bin ich dabei. So, dann helfen wir mal hier hinten kurz aus. Nehmen wir mal hier das Gadget. Die kleine alte Minigun, die ist zwar nicht ganz so stark wie meine Waffen, aber reicht für diese Gegner. Oh, was ist hier los? Wie ist der hier hochgekommen? So, 2 Minütchen noch. Hier ist noch alles safe. Ja, okay, der hier in der Mitte könnte eventuell die Waffe noch schroten. Aber dafür ist er ja da. Oh, Nebelmonster schaffe ich aber diese Runde nicht. Es waren relativ wenig Nebelmonster in dieser Runde, okay. Hilf! Die Nuss knack ich nicht. Doch, knackst du. Ah, Volltreffer. Okay, gucken wir mal kurz wieder auf die Seite. Ach, naja. So, die beiden Hexen haben wir auch weggekriegt. Ja, sag ich doch. Jetzt hat er kein Scharfschützengewehr mehr, okay. Die eine Minute wirst du, oder? Ja, kriegst du doch. Schild an der Base. Schimmer deine Nuggets, höre Freund, Blase.
Er braucht Hilfe. Oh, okay, die wurde von Hexen überrannt anscheinend. Na, dann machen wir doch einfach mal die Hexen ein bisschen Platz. Ja, machen wir, oder? Die Hexen machen ihr ein bisschen Probleme, okay. So, die Seite ist relativ safe wieder. Warum habe ich jetzt eine Waffe ausgewählt? Komm, hier haben wir noch eine Drohne für die letzten 3 Sekunden. Juti! So, ich werde jetzt an dieser Stelle wieder einen Cut setzen und dann werde ich euch das Missionsende zeigen, ja. Weil der Zukunftsbumble hat hoffentlich die beiden Kloposaurus schon vorher eingefügt gehabt. Juti, also bis gleich. Hi, wieder zurück. So, Mission ist beendet. Mal gucken, was Wade gleich wieder zu sagen hat. Ray? Ah. Bist du wach? Es ist Mittag, also, ja. Ich glaube, ich verdiene es nicht, hier dabei zu sein. Doch, Dennis, das tust du. Die Heimatbasis ist voller Helden und Wissenschaftler. Und hab keinen Schimmer, was Entdecker so tun, aber die scheinen es drauf zu haben. Aber was trage ich schon bei? Und sag jetzt nicht Burger. Dennis, du machst die Leute glücklich. Du erinnerst uns daran, wie das Leben war, bevor alles den Bach hinunterging. Das ist wichtiger, als du denkst. Aber nicht so wichtig wie alles andere. Ich hau mich wieder hin. Du kannst sprechen, Anrufer. Ich habe eine Mission, Ray. Mettelchen! Was ist es diesmal? Rache vielleicht? Geltung? Achtung? Ich bin eigentlich im Auftrag der Ninja-Koalition Bezirksvertretung 442 hier. Moment, hier gibt es genug Ninjas für eine Koalition? Genau das ist das Problem. Die Ninjas vor Ort sind eine wertvolle Unterstützung im Kampf. Und wir verlangen Anerkennung. Dann hört auf, euch dauernd zu verstecken. Hast du jemals probiert, in die Schatten zu blicken? Nein. Wir leben in den Schatten. Das ist unser Motto. Ich wusste nicht, dass ihr ein Motto habt. Es steht in den Schatten geschrieben. Schwarz auf schwarz. Nun, ich bin froh, dass du da bist. Wir brauchen deine Hilfe. Völlige Krawallhüllen stiften Chaos. Das wird ganz bald ein Ende haben. Okay, alles klar. So, das war auf jeden Fall jetzt die Mission Kloposaurus. In der nächsten Mission hören wir uns dann gleich wieder. Oder jedenfalls in der nächsten Folge, ja. Und dann machen wir die Kühlschrankplünderung. Und zwar sollen wir da völlige Krawallhöhen eliminieren. 15 Stück in der 70er-Zone. Ja, das ist diesmal egal, ob Geisterstadt-Zone oder nicht. Diesmal ist es Würstchen. Ja, so, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.